Ja, mein Name ist Claudia Reiterer. Ich moderiere im ORF wöchentlich die Sendung Im Zentrum und ich soll jetzt einfach erzählen, wie mein Alltag aussieht. Natürlich sehr ungewöhnlich, das zeige ich schon damit, dass ich hier die Aufnahme mache zu Hause. Sie sehen hinter mir einen Tischtennistisch angeschnitten. Das heißt, der weist natürlich auf meinen Sohn hin, er ist 15. Ich mache Homeoffice, Homeschooling, bin nur einen Tag in der Woche im Studio. Der Alltag ist wirklich sehr ungewöhnlich seit 6 Wochen. Was mir wirklich extrem abgeht, ist einfach eine Diskussion zu machen, nur mit Zuschaltungen, wo man die Menschen nicht sieht, einander nicht tatsächlich nicht in die Augen sieht. Zu leiten ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Unterbrechen geht kaum. Es kommt ganz eine andere Stimmung auf. Sie müssen sich vorstellen, meine Gäste schauen ja in ein schwarzes Loch hinein, wenn sie sprechen und sehen eben nicht das Gegenüber. Man sieht die Mimik nicht und so weiter. Also ich bin schon sehr, sehr froh, wenn ich wieder Gäste zu mir einladen darf. Und nicht mehr nur Zuschaltungen, wiewohl ich natürlich Sorge habe, wenn eine zweite Welle kommt und nochmal ein Lockdown kommt, dass das Ganze wieder von vorne beginnt. Homeoffice und Homeschooling sind in Wahrheit wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bewundere alle Frauen und Mütter auf diesem Weg, die mir als ein Kind haben. Was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Beziehungsweise was ist trotzdem das Positive? Das Positive ist, ich habe einen unglaublichen Schub an zusätzlicher Kreativität, weil ich sehr viel eben in der Natur bin. Ich schreibe sehr viel, habe eine Idee eben für ein Buch. Schauen wir mal, was wirklich rauskommt. Für unser Unternehmen ist es schon eine ganz andere Art, nochmal festzustellen, als systemrelevant beschrieben zu werden. Ja, jetzt habe ich wieder sehr viel geredet. Es hat geheißen, 1 Minute. Das ist halt natürlich ganz typisch, wenn ich immer 1 Stunde eine Sendung haben darf. Aber das ist es jetzt einmal. Also Homeoffice und Homeschooling aus meiner Sicht nicht möglich. Und ich freue mich einfach wieder riesig, Menschen zu sehen, sie zu umarmen, ihnen in die Augen zu sehen und wirklich echt real zu diskutieren.